Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir machen mal weiter hier mit dem Campbau. Und zwar machen wir jetzt mal so langsam unten jetzt hier auch noch die fehlenden Wände rein, die jetzt hier noch fehlen, weil ich wollte das hier auch noch mal ein bisschen anders auskleiden. Damit wir dann hier auch langsam dann Tapete reinzimmern können. Weil Tapete, wenn wir Wanddeko ransetzen, hat ja immer das Problem. Das ist mir nachher alles versaut. So, jetzt muss hier aber einmal... Ne? Jetzt eine Doppeltür rein. Dann brauche ich wieder die Wand. So und so. Und hier machen wir dann die offensichtliche Tür rein. So, warum offensichtliche Türen und Co.? Kommen wir auch gleich zu. Machen wir nämlich hier schon mal den Vorhang rein. Und hier machen wir die versteckten Türen rein. Mal hier nochmal öffnen. Jetzt komme ich hier nachher nicht durch. So. Und jetzt können wir hier eigentlich schon die Tapeten reinkloppen. So. Das heißt, wenn ich jetzt was anbringe, ist das nicht mehr so wild. Schade, dass man die Dinger hier nicht einfärben kann. So, und dann brauchen wir jetzt noch da drinnen hier einmal Tapete. Aber da kommt wieder eine andere rein. So, so, so. Hoppala. Die Tür wollte ich nicht rausheben. Und hier drüben machen wir das selber auch nochmal. So. Dann fällt das nicht so auf, dass wir hier Backsteine haben. Und ich brauche hier keinen Glitch anwenden. Gut. Dann müssen wir jetzt auch langsam gucken, dass wir den Rest zusammenkriegen. Wir brauchen auch noch Strom. Ja, komm, machen wir erstmal unter Sonstiges. Und zwar gab es ja mal die... Wo sind sie? Ah, hier. Diese wunderschönen Wasserthermen, wo man sich jetzt auch zu zweit reinsetzen kann. Deswegen würde ich gerne jetzt hier... schön ein bisschen Badespaß haben wollen. Dann muss man noch ein bisschen weiter rüber. So. Zwei Stück können wir nämlich reinsetzen ins Camp. So. Ah, das blubbert schön. So, gut. Dann könnte man jetzt hier noch sagen, auch wenn es jetzt nicht ganz reinpasst, man könnte hier noch eine Dusche reinkloppen, aber... Das wäre dann nachher auch alles ein bisschen zu eng. Würde auch nicht so ganz passen. Nee, komm, das lassen wir mal so. Zwei habe ich gerade gesehen und dann gedacht, aber nee. Das machen wir so nicht. So, dann brauchen wir einmal noch den Red Rocket Verkaufsautomaten. Alles aus Red Rocket. So, den stellen wir nämlich jetzt hier... Hoppala. Hier unten hin. Der kommt nämlich hier jetzt schön an die Wand. So. Mal nur gucken hier, dass er auch recht gerade steht. Damit es auch passt. Weil den brauche ich nachher für den Stromanschluss. Und ich sehe gerade, hier fehlt sogar noch was. Das sieht ja hier schon wieder... derbe nach fliegenden Gerätschaften aus. So. Machen wir nämlich hier nämlich nochmal ein paar Stützpfeiler rein. Denn sieht das nämlich auch nicht nach fliegenden irgendwas aus. So, dann. Das Wichtigste brauchen wir auch nochmal. Verbündeten. Ja gut, mache ich jetzt mal. Ich habe hier sonst immer Beckett stehen gehabt. Das heißt, Beckett darf jetzt hier wieder mal stehen. Der darf seine Bar hier aufstellen.
Der darf für die Red Rocket Corporation heute mal arbeiten. Und er ist schon wieder in irgendwas reingetreten. So, dann einmal hier. Special Layout. Ja, scheiß auf Ashy. Aber da wird nicht drauf gepupst. Das geht doch nicht. So, dann brauchen wir hier nochmal Munition. Das kommt jetzt mal nach hier hinten. So, dann brauchen wir noch die Kochstelle. Da gibt es eine schöne. Die passt so ein bisschen. Obwohl, die könnte ich eigentlich so rumstellen. Dann ziehe ich dich einfach nur ein Stück weiter nach vorne. Ah, passt. So, und dann kann ich da nachher noch was anderes draufsetzen. So. Du bist spät dran. Ich bin schon halb besoffen. Das ist gut. So, Power-Rüstungsstation kommt hier rein. Für Nuka-Schein. Zum ein bisschen Basteleien. Setzen wir auch da rein. So, den Gearbottich. Ne? Können wir auch hier reinsetzen. Jetzt fehlt noch Rüstungswerkbank und Waffenwerkbank. So, machen wir jetzt mal Rüstung. Kommt natürlich hier drüben rüber. So, und Waffe. Damit man dann hier am Rusty Peak auch gleich alles hat und auch zur Not alles machen kann. So. Mein Leben hat sich das haben wir, das haben wir, das habe ich, das habe ich. Verändert. Haben wir alles da. Auch alles gleich griffbereit. Gut, dann brauchen wir. Nein, Wasser nicht. Genau. Den wichtigsten überhaupt. So, dann eigentlich müsste ich den so rumstellen. Na? Das mal schon mal hinstellen. Jetzt muss er sich aber erstmal betanken. Vorher kann ich das Ding leider nicht bewegen. Na komm, tank dich auf. So. Bing, bing. So, damit er hier auch schön durch die Gegend läuft. Ziehen wir das nochmal ein bisschen rüber. Will nur nicht, dass es Ihre zu krass absteht. Ihre riesige Red Rocket Station schießt den Müll sprichwörtlich auf den Mond? Nun, das adelt Red Rocket mit der Mülljäger-Auszeichnung. Schicken Sie noch heute eine Mülljäger-Empfehlung ein. Versandkosten fallen an. Naja, Versandkosten fallen an. So, ich habe ja hier noch. Eigentlich müsste ich das hier oben haben. Das heißt, ich setze das schon mal da oben hin. Du hast mich gerettet. Weißt du? So. Passt. So. Honig setzen wir hier unten hin. Mal sehen. Munition kommt nachher hier rein. Aufgefüllt und bereit fürs Geschäft. Was fehlt jetzt noch? Davon haben wir auch alles. Waschmaschine und Co. Nuka-Automat, nee. Den brauchen wir gerade noch nicht. Jetzt muss ich überlegen. Lagerkisten vorne fehlen. Letztes Jahr ist die Red Rocket Kundenzufriedenheit durch die Decke gegangen. Und noch viel weiter. Und noch viel weiter, na denn. So. Machen wir hier. Auftanken. Noch eine kleine Werkzeugkiste drauf. Machen wir hier noch eine kleine hier unten drunter. Damit die Stashbox da nicht so krass auffällt, aber dass man immer noch drauf zugreifen kann. Gerade von vorne. So, dann einmal jetzt noch Generatoren. Generatoren brauchen wir jetzt. Wir brauchen Saft.
Und während wir das Kühlwasser Ihres Autos auffrischen, erfrischen Sie sich doch mit einer eisgekühlten Nuka-Cola von Red Rocket. Ah, die eisgekühlte Nuka-Cola von Red Rocket muss ich dir noch einstellen, damit du das überhaupt kannst. So, jetzt machen wir erstmal die große Rakete hier dran. Dann haben wir den jetzt hier einmal an die Seite gestellt. So. Munitionsfabrizierung. Passt. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen uns nur noch die Stromanschlüsse für das Ganze. Freunde, das nennt sich Leben. Könnte nochmal den Munitionsumwandler, den habe ich jetzt natürlich fast vergessen. Na, einmal hinsetzen. Ziehen wir dich hier noch ein Stück weiter vor. Ich hoffe, das haut mal auch so hin, wie ich das haben möchte. Komm, dich drehen wir dann halt mal lieber an die Wand. Besser wär's. Kann ich dich nämlich ein bisschen weiter rüberziehen. Ah, passt aber immer noch nicht so. Jetzt. Jetzt hängt er hinten dran. Gut. Dann brauchst du natürlich auch noch deine Wand. Jetzt muss ich aber mal kurz suchen. Das ist die normale. So. Dann brauchen wir hier noch eine Tür. Der Red Rocket. Ah, wo ist sie? Da. Die Red Rocket Türchen. Okay. Gut, jetzt müssten wir eigentlich schon Strom anschließen können. Einmal hier rauf, einmal hier rauf. Ihr beide, ihr kommt jetzt auch nochmal weg. Denn ich habe ja hier hinten noch einmal Platz. Falls man mal wirklich was braucht, hat man dann alles im Gewächshaus parat. Und Dünger eigentlich nur. Naja, ich mag meine Hühnchen. Ohne Hühnchen. Ein Camp ohne Hühnchen geht nicht mehr. Und hier haben sie jetzt auch mal eine artgerechte Haltung. So. Auch das passt. Die Tür haben wir. Jetzt könnten wir eigentlich schon mit den Verkabeln beginnen. Das heißt, ich nehme hier... Oh ja, ich muss mit dem Verkabeln beginnen. Da kommt nämlich schon der erste Spawn. Aber meistens sind es immer 3 bis 4. Da hinten kommen sie. Immer diese Groovies. Und dann noch nicht mal Schaden kassieren von der Reichweite aus. So. Na komm. Wunderbar. So, jetzt können wir weiterbauen. So, dann jetzt 1 und 2. Jetzt muss ich gucken, dass ich den hier ein bisschen nach außen stelle. Mal sehen. 1 und 2. Was schließe ich aus meinem alten Leben? 1 und 2. Kurze Liste. Gut, und hier drüben dann auch nochmal. So, halt. 1 und 2, eigentlich müsste er hier hin, aber... Da können wir ihn gar nicht hinstellen. Ich hoffe, das klappt auch, wenn ich ihn hier hin pack. Denn ich muss ja hier einmal außen rum mit dem Strom... So, und na komm. So, du kriegst den Anschluss, dann gehen wir einmal hier rei rum. Du den,
Du einmal nach hier und du dann einmal nach hier. Nee, du noch nicht. Wir wollen jetzt den hier anpeilen und der geht dann in die Verbindung. So. Von hier aus einmal hier hin. Oh, ich sehe, ich habe den hier auf die... Ich habe die falsch rum hingesetzt. Okay, dann muss ich von der anderen Seite gehen. Weil die Position passte mir eigentlich ganz gut. Dann kriegst du deinen Stromanschluss hier. Und du kriegst dann den von hier. So, das heißt, wenn das Ding jetzt in die zerstört wird, dann gibt es sogar noch einen kleinen Raketenstart. Das passt. Und wir haben jetzt fast überall Strom, bis auf bei der Haupttür. Die Tür ist noch nicht angeschlossen. Gut, da wollen wir jetzt auch nichts Kompliziertes haben. Der Kühlwasserersatz von Red Rocket ist Ihr Schlüssel zur Atomkraft. Heißt, ich mache mir hier jetzt einfach nur einen Schalter, verbinde den einmal damit, dann einmal hier mit Knöpfchen an die Seite gegangen. Wobei. Den machen wir doch nochmal weg. Wir haben doch eigentlich bessere, auch wenn die von außen immer so schwer anzusetzen sind. So und so, das passt ein bisschen besser. Dann gehen wir darüber. Darüber und du dann darunter. So, und jetzt meinen wir es einfach mal ganz simpel. Ich nutze den Baum als Hilfe. Damit ich hier jetzt Saft bekomme. Wunderbar, die Tür geht auch auf und ich sehe, ich habe hier immer noch nicht die Treppen verbaut. Es gibt hier immer noch so viel, was ich noch nicht gemacht habe. So, Treppen. Einmal hier, einmal hier. Für den Klee natürlich auch. Und hier auch nochmal hin. Hier einmal übers Eck. Und hier einmal übers Eck. Schon besser. Gut. Dann haben wir das jetzt auch soweit. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Können wir jetzt eigentlich schon... Das Wichtigste habe ich jetzt hoffentlich jetzt alles. Ja, wenn nicht, dann... Wenn dann noch was fehlt... Ah ja doch. Eins fehlt. Das braucht ja trotzdem jeder Charakter. Den Bunkereingang. Und da finde ich den hier immer noch am genialsten, weil er klein ist und weil man ihn immer gut verarbeiten kann. Ich weiß nicht, die Wolltüren für außen, naja, es ist halt immer ein bisschen schwierig und wo ich auch ein bisschen was vermisse, ist halt hier, naja, das hier ist ja für den, für die Höhle, das ist halt auch mega riesig. Man kann es zwar überall aufstellen, aber... Na komm, wir können es ja eigentlich mal hinten aufstellen. Auch wenn es jetzt so groß ist. Wir müssten hier eigentlich noch genug Platz haben. Na? Nee, der will hier nicht hin. Der hat nicht so richtig Lust. So, hau mal nach hinten ab. Genau. Das würde nach Airship auch ein bisschen besser passen. Oh, der steht ja schon wieder mitten im Nirgendwo drin. Ist hier hinten halt nicht so flach. So. Ja, so passt es am ehesten. Hier vorne ist dann der kleine Eingang zu den Höhlen. Ich hoffe mal, das Silo ist jetzt auch nicht zu hoch. Aber ich finde, das passt hier eigentlich zu Ashi so weit ganz gut hin. So. Es ist immer schön, dich zu sehen. Ist auch immer wunderschön, dich zu sehen. Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen dekorieren, so langsam. Mit gekühlten Getränken. So, du kommst einmal dahin. Ist aber eigentlich nicht das mit dem ich anfangen wollte. Wo ist denn Bodendeko? Bodendeko haben wir hier.
So. Können ja eigentlich nochmal eingelegtes Hirn. Es leuchtet immer so schön. So. Macht nochmal ein bisschen authentisch was aus hier. Hier hinten wird nämlich nur Hirn schnabuliert. Nee, aber ich suche jetzt mal. Da haben wir ihn. Denn wir wollen ja hier auch so eine eigene Bar drin haben. Na, passt das? Gut. Und noch ein. Und jetzt einmal ums Eck. Ist heute das Augenmaß gut gewesen? Nee, ist es nicht. Wir müssen noch ein Stückchen weiter nach vorne. Oder nach hinten. Gut, jetzt muss ich die erstmal wieder ein bisschen verschieben. Na, gehe ich noch ein Stückchen nach vorne, um noch einen reinzusetzen? Oder? Nee, komm, wir gehen etwas nach hinten. Machen wir mal so. Dann schon mal rüber gehen hier. Obwohl, ich kann ja erstmal mit den Ecken testen. Ob es auch passt, bevor ich hier, ne? Okay, passt. Passt rein. Heißt, wir gehen jetzt hier schön zur Seite. So. Und jetzt kommt die Ecke. Und wunderbar, wir haben einen Tresen. Der jetzt hier nicht mehr reinpasst, weil mir jetzt hier ein Millimeter fehlt. Okay. Das heißt, ich muss... Ich bin schief geworden, wo wahrscheinlich, oder? Ein ganz klein bisschen. Aber es ist schon wieder so minimal, dass man es mit einem bloßen Auge kaum erkennen kann. So. Das heißt, wir müssen die hier nochmal alle beiseite schieben. Und den jetzt ganz minimal drehen. Ich hatte echt Glück. So viel steht fest. So. Jetzt musst du das eigentlich wieder hinhauen. Wieder alle ransetzen hier. Halt, falsch. Okay. Halt! Da solltest du nicht dran. Den Platz brauche ich doch gleich. Und. Ah, wieder nicht genug Platz. Oder immer noch nicht genug Platz. Gut, dann machen wir es mal von hier aus. Da fehlt wirklich nur ein ganz kleiner Hauch. Wirklich minimal. Aber so passt das. Wunderbar. Haben wir das jetzt auch schon mal. So, dann möchte ich hier gerne noch Anzeigen haben. Und ich liebe... diese wunderschönen Anzeigen hier. So, einmal eine große. Eine kleine daneben. Und wieder eine große. So, nee. Ja, passt. So, dann kommt hier, na, die Nuka-Cola rein. In den Aussteller. Und jetzt müssen wir, oh, Corki, ja, Corki brauchen wir eigentlich auch nochmal. So. Man kann die Luft hier förmlich... Wir können ja Corki nicht vergessen, sonst wird eine Mausi böse. Wenn ich ihr lieben Corki vergesse. So, jetzt brauchen wir nochmal.
Machen wir erstmal das Licht nochmal rein hier. So. Zack. Haben wir auch gleich Licht hier. Und dann brauche ich die Tischlampen. Auch da gab es ja nochmal zwei Stück, die wir hier verwenden könnten. So. Rocket Nummer 1. Und Rocket Nummer 2. Schade, dass sie wirklich nicht so hell sind. Ist halt eher so Schummerlicht. Oder eher eine gute Nachttischlampe. Kann man auch dazu sagen. Na komm, dann kriegen wir vielleicht noch eine Reihe Stühle hin. Weil die Uhr sagt mir schon wieder, es ist langsam Feierabend. So, einmal hier ihn hinsetzen. Hier einen hinsetzen. Na komm. Wunderbar. So, hier haben wir nur zwei, die ich nebeneinander haben wollte, genau. Weil hier fehlt ja noch was. Das war aber auch wieder unter Bodendeko. Das muss ich da wieder suchen. Manchmal ein bisschen suchlastig hier. So. Mal, hier kommt dann der Wahrsager hin. So, dann noch einmal Licht. Nee. Hä? Da. Nee, komm, das wechseln wir nochmal. Vorsichtig. Nee, das ist mir sonst zu vollgestellt. Und dann fehlt mir jetzt nur noch Stühle. Wo haben wir's? Nein, 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 nein. Wo war mein guter Stuff drunter? Irgendwo bei den Instrumenten, das weiß ich. Ah, hier. So, weil das kommt dann einmal nach hier. Und dann haben wir wenigstens für Schlafen, für AP, für Glück. Weil Boxbirne und Handelbank werde ich jetzt hier nicht drunter setzen. Die habe ich ja auch notfalls auch im Keller. Aber damit man sich dann halt auch wenigstens die Grundbuffs geben kann. So, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Komm, könnte man hier eigentlich noch den Aussteller da drauf setzen. Na? Ich weiß, dass das geht. Frag mich sowieso. Eigentlich soll das ja nicht gehen, dass es fliegt, aber trotzdem, ne? So. Ja, sogar mittig gehalten. Wunderbar. Gut, die Aussteller werde ich jetzt aber nicht noch vollklopfen. Denn wir sind ja hier auch noch nicht fertig. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier an dieser Stelle erstmal noch mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.